So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, bevor wir hier in die neuen News reinstarten sozusagen, es gibt zwei neue interessante Sachen, die wir gleich besprechen können. Noch eine kleine Info, ich hatte es den Tag im Video schon erwähnt, aber ziemlich weit hinten, dass wir morgen den Livestream wahrscheinlich ausfallen lassen. Aber wer mich live sehen will und gerade das Video vielleicht kurz nach Start oder kurz nach Online-Kommen des Videos direkt sieht, am Samstag ca. 20 Uhr rum, kann gerne jetzt auf Twitch vorbeischauen. Ich spiele zwar Supercard, aber schaut gern vorbei. Wie gesagt, Rush Royale Stream lassen wir morgen einmal ausfallen. So, wir haben einige News, über die wir quatschen können. Und zwar als erstes, was ziemlich Interessantes, würde ich sagen. Und zwar, da geht es hier einmal die Flashbang starten, um das Rush for Glory Event. Ich muss es mal irgendwie mir überlegen, wie ich das gefixt kriege, ne, mit der Flashbang. Ne? Und ja, Google ist in Dark Mode. Also, wir kriegen Änderungen für Rush for Glory Event in Version 16.0. Jeder Spieler baut kurz vor Beginn des Kampfes ein Deck. Ihnen und ihren Gegnern werden drei Einheiten zur Auswahl für jeden der Slots angeboten. Nachdem ein Deck gebaut wurde, ist der Held an der Reihe. Es wird möglich sein, einen der drei angebotenen Helden auszuwählen, auch wenn sie ihn noch nicht auf ihrem Konto haben. Einheiten, Reichweite, Helden und kritische Schaden variiert je nach gewählter Event-Schwierigkeit. Sie haben nur 30 Sekunden Zeit, um ein Deck zu bauen. Danach werden zufällige Einheiten aus den vorgeschlagenen automatisch zu den leeren Plätzen des Decks hinzugefügt und ein zufälliger Held wird ebenfalls ausgewählt. Wenn Sie keine Zeit haben, ein Deck zu bauen und schneller in den Kampf ziehen möchten, können Sie auf die Schaltfläche zufällig klicken und das Spiel selbst stellt ein zufälliges Deck aus der verfügbaren Option zusammen. Die Ausrüstung der Helden und die Talente der Einheiten, falls freigeschaltet, werden automatisch ausgewählt. Für beide Spieler werden die gleichen Talente ausgewählt. Sie können überprüft werden, indem sie ihre Finger auf die Einheitssymbol am unteren Bildschirmrand halten. Wichtig, alle vorhandenen Tickets und Event-Tokens werden gespeichert. Ja, sehr, sehr interessant. Das hört sich ein bisschen, wer auch Clash Royale gezockt hat, da gab es auch so ein Random-Deck damals. Muss ich sagen, finde ich nicht schlecht. Nimmt ein bisschen so die Sache raus, dass die Pay-to-Win-Spieler mit ihren dicken Decks da alles weghauen. Oder einfach mal ein bisschen interessant, so Mirror-Match ist ja auch ein bisschen so, ne? Da weiß man ja auch vorher nicht, was kommt. Und ja, finde ich auf jeden Fall gut. Macht dann natürlich wieder einen Vorteil, wenn man viele Decks kennt. Wenn man weiß, welche Karte mit welche gut zusammenpasst und schnell da was entscheiden kann, dann hat man da auf jeden Fall ein bisschen Vorteile. Ja, die zweite Sache, über die wir kurz sprechen können, sind, ihr seht schon, die Heldenfragmente. Da werde ich auch gleich nochmal meine Meinung zu absondern. Da gibt es Balance-Changes für die Heroic-Items. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Wer die mal sehen will, die stehen bei uns im Discord unter den, im Rush Royale Talk wurden die vorhin gepostet. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass jedes dieser Items besser gemacht wurde. Muss man da mal schauen, ne? Meine Meinung kurz dazu. Wir sind jetzt leider hier gerade auf dem Free-to-Play-Account. Wir können ja mal gucken, wie es hier aussieht. Hier haben wir genau 0 heldenhafte Tokens, Free-to-Play. Ich kann euch ja mal sagen, wie viele heldenhafte Tokens ich auf meinem Main-Account habe. Dazu öffnen wir mal ganz kurz meinen YouTube-Channel. Ich will mal kurz gucken, wann ich das erste Video gestartet habe. Das war vor einem Jahr. Ein bisschen ungenau. Es war am 22.01.2021. Ja, da könnt ihr euch ja mal ausrechnen. 9 Monate plus 12. 21 Monate spiele ich dieses Spiel. Free-to-play nicht. Ich habe ein paar hundert Euro auf jeden Fall drin. Weiß ich nicht, vielleicht um die 1000 Euro drin. Und habe 27 heldenhafte Tokens in der Zeit gesammelt. Also, da könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das vielleicht Free-to-Play dauern würde, wenn man hier in die Taverne mal schaut. Ich sag mal so, wir haben darüber auch vorhin ein bisschen diskutiert, so bis 25.000, 30.000 hier in der Taverne schafft man es schon. Da gibt es, glaube ich, ein, zwei Gegenstände in der Zeit. Ich sag mal hier den 22.000er kann man vielleicht noch mitnehmen. Vielleicht noch den 29.000er, ohne groß reinzucachen. Und dann könnt ihr euch mal gerne, wenn ihr Zeit habt, ausrechnen, wie viele Jahre wir dann brauchen würden, um Free-to-Play einen dieser heldenhaften Gegenstände freizuschalten. Finde ich eine absolute Frechheit, muss ich euch ehrlich sagen. Verstehe schon, dass die ihre Pässe verkaufen wollen, aber das kann einfach nicht sein, dass man von diesen heldenhaften Gegenständen einfach nur, keine Ahnung, alle 2 Jahre mal einen bekommt.
wenn man so halbwegs nur cached. Naja, deswegen auch keine großen Worte dazu. Guckt euch das gerne an. Die wurden aber alle im Grunde etwas verbessert. Ja, warum befinden wir uns denn heute hier auf dem Free-to-Play-Account? Und zwar, weil wir im Main-Account durch sind im Turnier. Sieht aber nicht ganz so gut aus. Wir werden wahrscheinlich nur Dritter oder vielleicht sogar nur Vierter. Dafür sieht es hier bei den Nachteulen 2 diesmal ein bisschen besser aus. Und wir haben einen geilen Modifikator, deswegen will ich hier reingehen tatsächlich. Ich spiele mal dasselbe Deck oder das ähnliche Deck wie auf dem Main-Account heute. Da habe ich Inquisitor gespielt. Anstatt hier den Bomber hatte ich den Sensenmann mit maximalem Talent drinne. Und heute lief es richtig gut. Von 6 Kämpfen 6 gewonnen, sagen wir mal 5 von 6 und halt einmal geplündert. Und ja, absolut krasser Modifikator. Sternenregen, das heißt alle 25 besiegten Monster bekommen wir random einen Fusionsrang nach oben gesetzt. Das ist natürlich optimal, wenn man am Anfang so wie jetzt hier direkt einen Inquisitor spawnt. Dann kann man jetzt einfach mal getrost ein bisschen sich zurücklehnen, abwarten. Sternenregen haut ihn uns jetzt hier auf T7 hoch, bevor wir weiter spawnen. Und naja, mal gucken, wie es auf dem zweiten Account läuft. Wir müssen natürlich beachten, der ist nur auf Level 7, wir haben keinen hohen Crit. Und werden dementsprechend nicht allzu ewig durchhalten wie auf dem Main-Account. Aber ich denke, das wird ganz gut werden, vor allem weil er hier gerade schon verkackt hat. Das heißt, wenn er jetzt keinen Dämonenjäger bekommt, ist das erste Match hier schon direkt mal durch. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, wirklich, muss man ehrlich sagen. Aber die geschenkten Points nehmen wir natürlich mit. Er müsste jetzt im nächsten Klick eine Dämonenjägerin kriegen. Ja, vielleicht schafft er es, sich nochmal reinzuholen. Ja, schade, jetzt habe ich schon fast drauf gehofft, dass er hier schnell verliert. Aber na gut, 2 Leben sind schon mal weg. Das ist schon mal ein riesiger Vorteil für uns. Man sieht auch, auf dem Main-Account ist es deutlich besser mit dem Schaden. Aber ich denke, der Dreier-Inquisitor wird uns jetzt erstmal hier eine Weile retten. Und ja, so spielt ihr das schön nach oben. Am besten wäre es natürlich gewesen, wenn es mal einen von den Bonusfeldern drin gewesen wäre. Die Mana-Power-Ups können natürlich auch noch hochgemacht werden, dann hat der nochmal ein bisschen mehr Power. Und dann schauen wir mal. Wirklich, also ich verstehe nicht, warum dieser gute Modifikator immer kommt, wenn wir fast durch sind, ne? Das ist irgendwie immer tragisch. Aber hat Bock gemacht heute. Schön 5-mal mit dem Inquisitor mal wieder Siege geholt. Das war gut. Natürlich sehr anfällig, diese Decks für Hexe, muss man dazu sagen. Aber ja, ich hatte tatsächlich nur einen Hexengegner. Da bin ich direkt rausgequittet, bin ich ehrlich. Und habe die Sandale wieder gekauft. Aber ansonsten lief es eigentlich ganz gut. So, was wollen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall eine Ritterstatue, am besten da oben. Die können wir eigentlich kopieren. Jetzt haben wir hier. Jetzt ist er hier zur Ritterstatue geworden. Was kommt denn raus, wenn wir die hier kopieren? Vielleicht ein Bomber? Jawohl, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir lassen einfach 2 Bomber stehen. Jetzt machen wir ihn hier hoch. Zack, zack, zack. Ah, die sind kopiert. Eieiei. Wäre besser gewesen, wenn wir da noch echte rausgemacht hätten. Schwierig. Wir spawnen gleich nochmal ein paar Einheiten. Ihr müsst natürlich sehr aufpassen auf die Anzahl beim Inquisitor. Und vor allem, wenn die jetzt so hochgehen, ne? Wenn ihr 2 Dreier zusammenzieht und dann eine, weiß ich nicht, 4er Statue nochmal zusätzlich rauskommt, könnte es schon doof werden. So, ich muss niesen. Ah, danke. So, wir gucken mal. Jetzt haben wir da unten noch einen Inquisitor. Okay. Unoptimal gerade. So, da haben wir noch einen. Perfekt. Wie kriegen wir jetzt den da oben weg? So, jetzt haben wir zumindest mal 3. 3 gute. Die Ritterstatue könnten wir wegnehmen. Was kommt denn da raus? Oh, das ist gut. Warten wir, bis eine Dreier-Draid auf dem Feld ist. Dann können wir die kopieren hier. Okay, ja. Der steckt uns jetzt natürlich komplett an. Mal gucken, was hier rauskommt. Jetzt müssen wir hoffen, dass er hier hochgeht, bevor die beiden
Harlekins nach oben gehen. Und der Virus, der wird uns natürlich jetzt absolut nerven, ne? Jawohl. Also jawohl, nicht, dass uns der Virus nervt, sondern dass es geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hoffe jetzt nur, dass der Virus uns nicht hier das Spiel versaut. Der Fünfer ist wieder aktiv, sehr gut. Muss er auch, ey, wirklich. Komm, 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 komm. Man kann auch auf 7 gehen, tatsächlich, auf 7 Inquisitor. Und dann eigentlich einfach abwarten und der Sternregen haut euch alles hoch. Das ist auf jeden Fall möglich. Ein Chemiker habe ich natürlich noch mitgenommen oder kann man noch mitnehmen. Genau, ich habe im Main-Account einen Chemiker für Bomber und hier noch einen Sensenmann für Harlekin drin gehabt, genau. So war das. So, jetzt spawnen wir gleich nochmal ein paar Einheiten, würde ich sagen. Vielleicht kommen wir auf 7. Den hier kriegen wir eh nicht mehr weg, der ist jetzt zu hoch. Ist jetzt halt riskant, ne? Wenn ihr jetzt nicht mehr auf 7 kommt, dann ist Ende. Sieht aber ganz gut aus. Wollen wir die Ritterstatue noch zusammenziehen? Komm, auf Risiko. Jetzt haben wir 3, 6, 7, 8, 10. Wir müssten 3 wegbekommen. Das könnte schwierig werden. Oder wir lassen es jetzt einfach so stehen. Am schlauesten ist es, glaube ich, jetzt und am wenigsten risikobehaftet, wenn wir das jetzt einfach stehen lassen. Und den Sternregen seine Arbeit machen lassen. Tatsächlich, wenn der Demon Hunter gleich seine 40 Ränge erreicht hat, könnte es tatsächlich nochmal knapp werden, ne? Dann könnte es hier wirklich knapp werden, je nachdem wie hoch er den gelevelt hat. Denn der Sima Inquisitor, der macht schon, ja, sehr wenig Schaden im Vergleich zu meinem 12er auf dem Main-Account. Im Übrigen habe ich auf dem Main-Account heute das Buch freigeschaltet. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir damit machen. Zur Auswahl steht Tesla 14, Inquisitor hoch Richtung Max irgendwann. Oder halt jetzt Tesla nochmal auf 14 und nochmal 2 Seasons warten, um ihn auf Max zu machen. Weiß ich nicht. Weil das ist ein bisschen schwierig irgendwie. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, was ihr da machen würdet. So, jetzt hat er die fast alle oben. Aber ihr seht schon, die Lane fängt langsam an, sich weiter nach vorne zu schieben bei ihm. Wir haben die noch ganz gut im Griff hinten. Na, zieht er die beiden zusammen? Ja, macht er. Jetzt hat er aber keinen hohen Chemiker mehr. Okay, hat nochmal einen Dämonenjäger dazu bekommen. Ich denke, das wird er nicht mehr allzu lange durchhalten. Den Boss wird er noch überstehen. In dem Boss wird er sich noch reinretten. Wir müssen natürlich hoffen, es kann auch passieren, dass der Sternregen eintrifft, der schon auf T7 ist. Das ist immer ein bisschen doof dann. Deswegen müssen wir ein bisschen hoffen, dass die Einheiten sich hier gleichzeitig ein bisschen hochleveln und nicht die T7er den Upgrade bekommen. Aber ansonsten läuft's. Und er schafft's tatsächlich. Ja, schafft's noch in den Boss rein. Ganz, ganz knapp. Aber ich glaube nicht, dass er den wegbekommt. 22 Millionen. Das schafft er nicht, oder? Doch, den schafft er noch. 7 hat er weg. 14. Oh. Wird ganz, ganz eng, glaube ich, dass er das hinkriegt. Gut, er hält noch ein paar Mal an wegen Spawn. Ja, 7 Millionen schafft er hier pro Lane. Wird Fotofinish. Oh, schafft er nicht. 1 Million hat er noch gehabt. Sehr gut. Ja, meine Freunde. Ich hoffe natürlich, das Video hilft euch ein bisschen. Vielleicht die... Oh, guck mal hier, direkt auf 1 gepusht. Vor allem die Leute, die vielleicht auch noch ein bisschen weiter unten unterwegs sind und sich heute gefragt haben, was sie für ein Deck spielen sollen. Sternregen, da sehe ich den Inquisitor. Natürlich, wenn ihr den Corsair hochgelevelt habt, Corsair-Henker-Deck auch absolut krank heute, ne? Das levelt sich von alleine alles hoch. Da fliegen nur so die Bomben und ja, also dieser Modifikator ist wirklich einer der besten, wie ich finde. Der macht richtig Bock und ja, gerne rein da mit euch und dann sehen wir uns morgen aber zum weiteren Video wieder und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht nicht mehr so doll, haut rein, bleibt gesund und ciao, ciao.